Hey Leute, willkommen zurück bei Kerbals Space Program und gut. Ich werde mal ein bisschen was umsortieren. Bei der Far Away 3, was mich ein bisschen gestört hat, alles. Eigentlich so gut wie alles. So. Und zwar werden wir jetzt hier nochmal die ranhauen. Ich werde es nochmal versuchen. Mit dem Mond. Ja, ich weiß, das ist nicht so unbedingt immer die ganze Sache, die man, wo man darüber sich freuen kann. Das sind geile Tanks. Aber ich versuche es trotzdem. So, jetzt würde ich hier drunter die hauen. Ich überlege gerade, mache ich noch einen Dreier? Ne, lasse ich erstmal so sein. Ich hau jetzt noch die, verbinde ich noch miteinander. Erstmal so untereinander. Gut. Und dann sage ich noch hier miteinander. Sehr schön. Dann werde ich dann doch noch was machen. Achso, auf jeden Fall die Fuel Lanes muss ich auch noch hier hinzaubern. Sonst klappt das ja nicht. Und weil das so nicht starten wird. Also sieh mal einer an. Da muss ich Fuel Lanes mal ein bisschen verschieben. Ja, da klappt so auch. Sehr schön. Dann werde ich noch hier eins machen. Und hier eins machen. Wer jetzt denkt, oh, ich hab wieder dasselbe. Mach doch nicht immer dasselbe. Dann sage ich euch, ja, mache ich auch nicht. Ich mache mich hier so einen Tank ran. Kommt schon. Jetzt überlege ich gerade auch, wie viel ich davon reinmache. Ich dann nur zwei mache. Oder noch mehr. Denn es kommt ganz auf die Engine drauf an, die ich jetzt benutzen werde. Und da muss ich jetzt ein bisschen rumspielen. Welche wir nehmen. Und zwar nehmen wir Atomic. Ich überlege immer, das ist doch nicht so ein großer Truss. Impuls. Er hat einen richtig guten Vakuumimpuls, das stimmt schon. Eigentlich ist es besser, wenn ich das so sehe mit dem Vakuumimpuls, dass wir das mal kurz abmachen, die mal kurz entfernen, den mal kurz ranhauen. Und den. Ja, das ist eine super Verbindung, muss ich mal sagen. Eigentlich müssten wir hier noch eine Stage ranhauen. Machen wir auch. Machen wir auch. Auch wenn wir nicht weiter höher kommen. Wir machen das einfach. Wir bauen noch eine Stage ran. Auch wenn wir nicht weiter so. Ja, komm. Okay. Die erstmal noch mal kurz weg. Ein bisschen nach oben. Und jetzt werden wir hier nochmal, wie viel haben wir gemacht? Haben wir drei oder vier? Vierten vier. Dann mal wieder hier den Länder typisch. Und dann haben wir noch ein Decoupler hin. Wo haben wir den? Hallo? Hallo? Da. Großen Decoupler. Einmal Tank klein. Dann das hier. Und dann das hier. Und dann hoffe ich, dass es nicht kaputt geht. Vor allem, weil wir uns einen Spaß machen werden. Und zwar mit dem hier. Dass wir sagen, so ein bisschen heranzoomen. Komm schon. Miteinander verbinden. Genau. Dann hoffe ich, dass es hält. Garantieren kann ich es natürlich nicht, aber ich hoffe es. So, jetzt die Stages prüfen. Wir brauchen hier noch auf jeden Fall Antriebe. 320er Impuls. Um die beiden. Maximal Thrust ist natürlich hier ein bisschen besser. Der hat eine höhere Masse. Der Trust müsste trotzdem mal für Gebrauch sein, oder? Ich weiß dann nicht. Ja. Nee, eigentlich nicht. So. Haben wir die doch hier ran. Erstmal hier. Und dann anschließend selben hier nochmal ran. Und dann erhöhe ich das nochmal um eine Stage jeweils. Oder um einen Tank. Gut. Sollten nicht vergessen. So, dann noch eine Verbindung hinzuhauen.
Komm schon. Und ich muss sagen, hier auch noch mal hin. Ja, das war so klar, dass das beim letzten nicht klappen wird. Super, noch mal rein. Okay. Einfach mal verbinden. Klappt nicht. Danke. Machen wir es so. Sollte gehen. So, super. Jetzt können wir noch mal überlegen, ob wir hier vielleicht SAS ranhauen. Aber ich glaube, die Dinger sprengen sich eh so schnell ab, dass es egal ist. Du kommst mit hier rein. Hier haben wir jeweils 4, 4. Die 4 kommen auch noch mit hier rein. Gut, dann haben wir hier die Stage. Eine Frage. Das ist super. Das ist echt eine super Sache. Der sollte doch erstmal hier weggehen. Kann der hier kabeln und dann, ja, die Faraway 4 bereit zum Flug. Ich sag mal, noch nicht safe. Nein, da ist noch was. Und zwar etwas ganz Spezifisches, was mich eh die ganze Zeit immer gestört hat, dass ich das jetzt doch machen muss. Aber na gut, dann ist es halt so. Ach Mann, wo ist es denn? Hier, war? Genau. Hier am besten ran. So. Jetzt muss ich mal kurz schauen, wo die hingebaut worden sind. Hierhin. Die nehme ich mal einmal hier noch Stage. Hier rein. Die entferne ich mal. Was sind das hier für welche? Das sind die Strut Connector, ja. Okay, dann speichern wir nochmal ab. Die Faraway 4, Launch. Und wir probieren unser Bestes. Nee, nicht ganz. Ich sehe gerade ein Problem bei der Faraway 4. Und zwar mit dem Treibstoff. Aha. Ach, Mann. Wir haben aber wieder Bill, Jebediah und Bob dabei. Die habe ich hinzugefügt wieder. Oder wer fragt, wie ich die hinzugefügt habe? Ich habe einfach nochmal ein neues Profil erstellt und einfach die Schiffe rüber gesendet. Machen Endflight. Ja. Und wir gehen zum Vehicle Sample Building. Ja, kann ich die Crew noch nicht auswählen, sonst würde ich beim Testen natürlich nie die Crew nehmen. Sondern eher eine andere. Jetzt müssen wir nämlich noch das hier machen. Okay, das ist erstmal überall dran, ja. Da haben wir es. Okay, das ist echt super, wie das klappt. Dann machen wir es so und so. Was natürlich nicht funktioniert. War ja so logisch. So und so. Dann prüfen wir nochmal nach. Ach, vielleicht klappt es auch deswegen nicht, weil ich was verpeilt habe. Und zwar das hier. Okay. Gut. Bis jetzt 2, 3, wieder hier 4. Sehr gut. Und dasselbe machen wir auch mit dem hier. Gut, speichern wir ab und sagen nochmal Launch. Ja, damit die äußeren Tanks hier als erstes verbrannt werden, aber ja, die müssten auch dann so schnell wegfallen. Ja, das ist so eine Sache für sich, wo ich mich frage, ob das so gut ist. Gut, Alter. Wenn ja, sehr schön. Wenn nicht, nicht so schön. Wir aktivieren gleich mal SAS, wenn es geht, genau jetzt. Sagen Maximum Trust. Oder reduzieren es mal auf ein zweites. Ne, Maximum. Dann. Okay, er steigt auf jeden Fall. Es ruckelt natürlich am Anfang immer wieder. Bis wir eine spezielle Höhe haben. Vor allem bei so vielen Teilen. Sorry wegen der Dia-Show gerade. Jetzt müsste es jetzt, renkt sich langsam ein. Wir haben schon ordentlich 16 Tanks verbraucht. Wir sind enorm langsam trotzdem.
So, die fallen ab. Wir werden nochmal langsamer. Oh Gott. Nicht, dass wir wieder runterfallen. Steigen tun wir immer noch nicht. Nur als Anmerkung. Okay. Meter pro Sekunde ist ziemlich wenig. Ich hoffe nur, dass es sich langsam schneller wird. Wir können mal kurz runterschauen. Das ist nicht wirklich viel, was wir bisher geschafft haben. Und gleich 3 Kilometer nur. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Gut, jetzt steigt es ja langsam. Wir haben bisher noch keinen Tank hier verbraucht. Das sind 4 Tanks, also 2 Tanks dann jeweils. Oh, bitte wenigstens bis zur ersten Atmosphärschicht. Oh Mann. Es wackelt auch, dieser Kandidat hier. Ja, da oben. Was soll man machen? Gott. Jetzt haben wir noch so ein Lander baut und noch so eine orbitale Sache. Und oh Mann, oh Mann. Okay, jetzt kommen wir aber langsam auf eine Geschwindigkeit, der langsam auch zu, man ja sich glücklich schätzen kann, auch wenn es immer noch ziemlich wenig ist, wir immer noch nicht die erste Atmosphärschicht überschritten haben. So, wie gesagt, die erste Atmosphärschicht wäre schon ein Traum dafür, damit wir schon langsam einlenken können. Obwohl ich mich frage, ob das bei der Geschwindigkeit überhaupt gut ist, wenn wir das schon mal machen. Ja, das ist eine Sache für sich. Nee, ich mach's lieber nicht. Ihr werdet sehen, wieso. Wegen Nuklear. Ich kann es euch sagen, schon wegen dieser Nuklear-Sache. So einfach. Wegen Nuklearantrieb, weil ich da einiges raus hoffe und schätze. So, jetzt aber. Jetzt müssen wir ordentlich. Ja, jetzt kriegen wir ordentlich Luft. Oder eben gar keine Luft. Jetzt fliegen wir wenigstens ordentlich hoch. Und es wackelt, das Ding, es wackelt. Okay, gleich sind sie aus. Unnötiger Ballast los. Die hier unten burnt noch auf, ja. Gut, ich sag mal doch bei der letzten Schicht. Ich werde ihn mal kurz abbremsen. Also, oder einleiten. Sache. Bisschen korrigieren. Gerade weil wir jetzt doch ziemlich viel an Fuel verlieren. Komm schon. Bisschen runter, bisschen gegenbremsen. Okay, ich sag mal Stopp. Und ja, jetzt werden wir das noch ein bisschen erhöhen. Ist auf jeden Fall noch zu wenig. Sieht's aus mit, ja, haben wir noch genug. Machen wir auf 80.000. Ja, sollte gehen. 80.000, so, jetzt reduzieren wir mal. Super. Wie hoch haben wir das jetzt? 83.000. Na gut, machen wir noch ein bisschen. So, reicht aber jetzt auch aus. Wie haben wir? 87.000. Ja, geht so. Okay, SS mal aktivieren, RCS mal aktivieren, vielleicht mal ein klein bisschen Sprit, damit wir es besser steuern können. Ist ja nicht viel. Und gegenbremsen. So, SAS aktiv. Gleich nochmal rüber. War zu viel. Okay, so aktiv und abbremsen. Ja, 89.000, 47 Sekunden noch, bis wir es erreichen. Das Ding aus, bevor das
The Fuel geht. Wobei ich gerade sehe, dass das. Okay, SAS an. Was sagt er mir? 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20. Okay, dann wechseln wir mal zurück. Und dann sagen wir, los ab die Luzi. Und dann machen wir mal unseren Orbit hier. Und dann bin ich mal gespannt, wie der neue Atomantrieb funktioniert. 5, 4, 3, 2, 1. So. Ab und. Wow, los. Korrigiert euch erstmal. Okay. Irgendwie nicht so, wie ich mir erhofft habe. Wenn wir kurz so eine Position einnehmen. Fuel verbraucht es natürlich nicht viel, aber Orbit ist was anderes. Das ist jetzt gerade ziemlich enttäuschend, muss ich mal sagen. Wir werden zwar immer schneller. Einmal die Beschleunigung kann auch kommen, weil wir tiefer sinken. Jetzt mache ich mir mal einen Spaß und sage einfach mal ihr gegendrücken. Zack. So. Ne, es wird immer mehr. Wie wir runterfallen. Also dann müssen wir auch sagen, hier leicht rüberziehen. Also bisher finde ich den Antrieb noch nicht so prickelnd. Vielleicht hätten wir das in noch größeren Höhen machen sollen, aber weiß nicht, was ich davon halten soll. Und vor allem auf jeden Fall fast wieder in die Atmosphäre rein. Und wisst ihr was, dann machen wir das auch. Dann fallen wir halt in die Atmosphäre rein. Also ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, wie man dieses Ding, wenn ich nicht selber herausgefunden habe, wie man das am besten selber steuert. Also wie man das macht. Bin erfolgreich hier. Der hat mir doch so viel gesagt, dass es klappt so. Also mir wurde doch angezeigt, dass das so ordentlich funktioniert. Er wollte irgendwie nicht. So. Ja, wir fallen. Würde ich auch behaupten. Schön, dass sich der Apoabs jetzt auch reduziert jetzt dadurch. Wir brauchen einfach keinen Tank dadurch. Okay, dann eben so. Brauchen wir schon mehr Tank. Eigentlich müssen wir mal sagen, so in die Richtung abbremsen. Wir bremsen auch wirklich ab. Muss man sich mal vorstellen, wir bremsen wirklich gar nicht mal so schlecht ab. Oh Mann. Also ich find's cool. Selbst bei großen Planeten dürfte man sagen, wow, und jetzt fliegen wir wieder hoch. Na gut, aber so. Schön war die Zeit. So schön war die Zeit. Ach Mann, ärgerlich, ärgerlich. Kann mal gucken, die Teile hier jeweils. Okay, eins scheint schon Wasser gekommen zu sein.
Oder? Was ist denn das für ein Teil eigentlich? Auf dem Launchpad. Ha, das ist noch nicht der. Ja, wir haben auch abgebremst, insofern. Das ist ja ein paar Meter nur entfernt von uns. Natürlich reduziert sich jetzt durch die Reibung nochmal alles. Also der Antrieb war wirklich enttäuschend. Also ich überlegte dann, wenn dann so einen starken Antrieb nochmal ranzuhauen. Und diesen anderen Antrieb, denn der hat ja überhaupt nichts gebracht. Wie gesagt, wenn ihr mir sagen könnt, wie man den am besten nutzen kann, dann sagt's mir. Schreibt es mir hin in die Kommentare. Oder ist der für Jets gedacht? Das ist ja auch so, dass die Treibstoffe brauchen. Na gut. Gut, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.